Wen haben wir denn hier? Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Gut, oh, dass wir darüber geredet haben, waren dann auch gut. Eine Wache. Wo müssen wir hin? Wir müssen... Okay, was haben wir denn hier? Ich lasse mich schon wieder ablenken von der... Aber sie wollte uns ja Redekunst. Trunkener Jägersmann, okay. Sollten wir uns merken. Da können wir dann wohl ordentlich was hinter der Kiem uns kippen. Außerdem würden die Graumähen niemals steil für die Armee herstehen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Was wie Auftrag? Graumähnen oder Kampfgeborene? Ich würde sagen, Kampfgeborene. Dann freut es mich, euch zu treffen. Ich habe euren Scharfsinn auf den. Dann haben wir so, glaube ich, oder haben wir ihn, ich würde sagen, sie, ein bisschen jetzt veräppelt, denn wir sind ja eigentlich bei den Graumähen. Ja. Er hat auf der falschen Seite gekämpft und dafür bezahlt. Brauch mehr Infos. Mehr kann ich dazu Erzähl uns sagen. Mehr über den verschwundenen Bruder. Ich muss wissen, was mit Thorald geschehen ist. Er hat den Fehler begangen, die Sturmmäntel zu unterstützen, und dafür musste er zahlen. Schlechte Nachrichten für seine Familie, aber ein Schicksal, das zu erwarten war. Mhm. Okay. Lang lebe das Kaiserreich. Ja, ja. Ave Caesar oder so, hat man doch irgendwie gesagt. Wen haben wir denn hier? Hallo. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Ich suche eigentlich was anderes, aber ich glaube, da werdet ihr mir nicht helfen, so wie ihr ausseht. Ich sage nicht, dass ich der Beste... Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Arbeitet ihr den ganzen Tag hier in der Schmiede? Ja, das tue ich. Muss ich auch, wenn ich eines Tages so gut wie Eol und Graumähne sein will. Ich habe sogar gerade mein bestes Stück fertiggestellt. Oh, du kannst auch mal mein bestes Stück irgendwie bearbeiten. Ich habe es für den Jarl hergestellt, für Balgruf den Älteren. Es ist eine Überraschung und ich weiß nicht mal, ob er es annehmen wird, aber... Könntet ihr das Schwert zu meinem Vater Proventus Aveniki bringen? Er ist der Vogt des Jarl. Er weiß, wann der richtige Moment ist, es ihm zu geben. Aber natürlich, für euch würde ich alles tun. Danke. Was kriege ich als Gegenleistung? Okay, was habt ihr zu verkaufen? Hm. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Was ich brauche? Das könnt ihr mir gar nicht verkaufen, meine Liebste. Na gut. Dann, was haben wir denn hier? Erstmal gucken, was sie hat. Eisendolch der Blitze. Okay. Stahldolch, Stahlpfeil. Wir brauchen Dietrich hier, aber die wird sie hier nicht haben. Die wird sie hier nicht haben. Haben wir denn hier einen Lederhelm? Der ist, glaube ich, sogar besser als unserer. Gut, dass wir hier direkt mal nachgucken können. Okay, nein, unserer, der ist ja verbessert. Den haben wir aus eigener Manneskraft verfeinert. Na, mal gucken, was wir hier irgendwie andrehen können. Eigentlich haben wir ja schon, glaube ich, alles verkauft, oder? Bärenpelz werden wir gleich verarbeiten, das Kuhfell hoffentlich auch. Ach, dann lassen wir's. Wir haben erstmal nichts und auf Wiedersehen. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Wie, bei wem? Ach so. Ja, natürlich. Ich schau gleich drinnen nach. Erstmal hier. Ich helfe meinem Vater auf Gucken vielerlei. Was wir hier erstmal zu Leder machen. Und nochmal. Und nochmal. Ja, dann hätten wir das. Ja, ich will. Und nochmal. Das ist ja. So, phänomenal. Ihr denkt, dass all der Rat, den mein Vater dem Jarl zukommen lässt, sein eigener ist? Sagen wir einfach, ich berate den Berater und belassen wir es dabei. Dann berate mal schön weiter. Was hast du denn hier? Okay. Das haben wir auch. Irgendwie so ein Knüppel aus dem Sack. Ja, er hat Sack gesagt. sie meinte, wir sollen ja reingucken. Aber was haben wir denn jetzt überhaupt für ein Schwert von ihr bekommen? Wir haben ja irgendwie Balgrufs Zweihänder. Naja, ist jetzt nicht so die Überwaffe. Aber gut, ich werde es nachher irgendwie deinem Vater ausrichten, mitbringen, wie auch immer. Und dann gucken wir mal rein, was uns drinnen erwartet. Lecker. Das sieht aus wie eine abgeschnittene Hand, ist aber wohl irgendwie, soll was anderes darstellen. Ein Panzerhandschuh. Nun gut.
Willkommen in der Kriegsjungfer. Lasst euch nicht vom Namen abschrecken. Wir haben auch für kämpfende Männer genügend Stahl. Wir haben kleine und große Waffen, Streitkolben, Dolche, alles auf Lager. Ja, ja, die Alte Adrien, draußen, ne, die macht das. Draußen, ja, natürlich. Ihre Schmiede. Der Laden ist nach ihr benannt. Schon klar. Kriegsjungfer. Ob sie nun wirklich eine Jungfer ist. Den Spitznamen hat ihr Vater ihr als Kind gegeben, weil sie damals schon mit Schwertern gespielt hat. Haben wir hier... Nee, hier ist überall nur Crap. Und er wird uns bestimmt gleich folgen. Und hier oben gibt es sowieso nichts. Da kann man sich dann irgendwie mal zum Pennen hinbegeben. Sie meinte doch, wir sollen uns hier drin umsehen. Dann gucken wir mal hier rein. Und, dass man ja einfach so durch die Häuser latschen darf, das ist ja... Und jetzt sind wir wieder hinten raus. Das hat ja irgendwie sehr... Ja, hat uns sehr gut weitergebracht. Danke für den Tipp, dass wir uns mal drin umsehen sollten. Ach, und da draußen ist irgendwo Feendal oder so. Wie hieß er? Doch, Feendal. Ach ja, wie ich ihn vermisse. Unser guter Begleiter. Mal gucken, wann wir ihn wieder treffen oder ob wir ihn überhaupt wieder treffen. Vielleicht offenbare ich euch euer Schicksal ja ein andermal. Olava, ja, ja, dass die alten Omas hier einen immer anquatschen müssen. Nein, ich will kein Tee, kein Kuchen, kein Gebäck. Lasst mich hier in Ruhe. Der haben wir es jetzt aber gezeigt. So. Was gab dir denn so? Und schon wieder, ja, 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 ja. Keine Angst vor euch, auch wenn schon wieder gedisst von so einem kleinen Jungen. Oder war das ein Mädchen? Ich weiß es nicht. Wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Ich muss da gleich nochmal nach. Ah ja. Immer schön der Spur nach. Gut, was, dass wir die haben. Ich habe nichts getan. Was? Vielleicht können wir auch erstmal hier irgendwie kaufen. Irgendwas kaufen. Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Aber ich würde das nie tun. Der ist am schlimmsten. Ja, bereitet euch jemand ein Problem, dieser meine Bade Gute? Michael, so wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Ich habe gehört, wie er in der beflaggten Meere damit angegeben hat, dass er mich so zähmen will, wie ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt. Ja, ich würde sagen, dann sollte ich mit ihm reden, ne? Ich würde es gern versuchen, aber ich glaube kaum, dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt. Tja, dann vielleicht noch ein Pfeil von hinten durch den Dickschädel. Das würde doch gut kommen. Dann könnte ich, ja, seinen Kopf dir bringen. Bekommt ihr denn wirklich so viel Aufmerksamkeit? Ihr macht euch ja keine Vorstellung. Die Hälfte der Männer von Weißlauf haben um meine Hand angehalten. Oh, du Ärmste! Darunter sogar Junggesellen. Oh, du bist ja so am dran. Es nie verstehen. Ja. Weder Unmengen an Blumen. Ist schon klar, du bist eine ganz krasse Lesbe, eine Kampflesbe. Ich hab dich entlarvt. Und jetzt hast du keinen Bock auf Stress. Ist schon gut. Ich guck mal, was ich machen lässt. Und die Oma, die macht uns schon wieder an. Ich muss gleich hier weg. Die Oma macht uns schon wieder an. Was gibt's denn hier? Die besten Stücke vom frisch erlegten Wild. Wie? Du alleine gejagt oder was? Die Jagd ist meine große Leidenschaft. Darum haben mein Bruder und ich einen Laden eröffnet, um Jagdzubehör zu verkaufen. Das Ding lebt ja fast noch. Unten am Haupttor. Er kümmert sich um das Geschäft und ich betreibe diesen Stand. Ja, was hast du denn? Oh, etwas hiervon, etwas davon. War ja klar, der hat nur Fressen. Und davon gibt's ja hier wirklich reichlich wenig zu klauen. Denn in jedem Haus da gibt's Fressen ohne Ende. Gut, dann werde ich bei dir natürlich was einkaufen. Ist schon klar, Junge. Was haben wir denn? Was haben wir denn da? Eine Vitrine mit ein bisschen Schmuck. Und hier ist bestimmt auch Schmuck drin. Was gab dir denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch. Was haben wir hier? Gemischtware. Da gucken wir doch gleich mal ran. Mischen ist immer gut. Seht euch nur gründlich um, ich bin sicher, ihr findet. Ja, natürlich, und vor allem nachts würde ich hier viel mehr finden und mitnehmen. Aber erstmal brauche ich Dietrich hier. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Du befindest dich gerade im Gemischtwarenladen. Schön, dass du hier arbeitest. Mach mal ein bisschen sauber hier. Los, putz! Kommt doch mal in Beletors Laden. Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten abkaufen, wenn ihr ihn verkauft. Ah ja. Leider habe ich keinen. Ich habe leider alle schon verkauft. Wie läuft's Geschäft, Junge? Interessant. Um es gelinde auszudrücken, bei allem, was so geschehen ist. Einerseits ist es schwerer, Lieferungen zu erhalten, da heutzutage nicht mehr viele Händler umherreisen. Aber andererseits hat die Knappheit an Lieferungen zu einigen,
nun, sagen wir, Preissteigerung geführt. Das wichtig ist nur, klar. Dass ich habe, was ihr braucht. Ja, natürlich. Und den Preis machst du, wert. Oder was? Wovon träumst du denn nachts? Was führt euch denn hier nach? Liegt das nicht auf der Hand? Himmelsmann. Das herrliche Wetter und die gastfreundlichen Menschen natürlich. Ganz zu schweigen von meiner großen Schwäche für Drachen und kleinliche politische Grabenkämpfe. Mhm. Aber die größte Attraktion dieses gefrorenen Ödlands besteht ohne Zweifel in der Flut dümmlicher Fragen, mit denen ich regelmäßig überschwemmt werde. Wolltest du mich damit gerade anmachen, oder was? Schmuckstücke, Krimskrams... Ja, kommt's euch her, was hast du? Er scheint auf jeden Fall ein bisschen mehr zu haben. Wir brauchen Dietriche. Ganz schnell Dietriche für die eine Quest. Pelzstiefel, ich hab's befürchtet. Der verkauft wirklich auch jeden Dreck. Ja, jetzt sind wir wieder draußen. Ich wollte was einkaufen und er schmeißt uns einfach raus. Na gut, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Bücher brauchen wir unbedingt. Oh. Der Bettlerprinz, Niedergang, Zauberbuch der Flammen. Das haben wir eigentlich alles schon. Sonstiges. Dietriche. Er ist unser Retter. 7 Stück. Da sollten wir auf jeden Fall mit bei den Kampfgeborenen irgendwie einbrechen können und da den Beweis klauen. Aber das nur nachts machen wir da jetzt. Jetzt war momentan noch leer. Ich bezweifle, dass es immer noch leer ist. Bücher. Du kannst alle Bücher von mir haben. Los weg mit dem Zeug. Der Dieb. Alles weg. Okay. Wir werden ihm jetzt auch irgendwie alles Mögliche geben, was nichts wert ist. Ich hoffe, das habe ich nicht schon irgendwie... ja, ich sehe schon. Jetzt habe ich ihm eventuell getötet oder getötet werden. Weiß, Zauberbuch, Funken, weg damit. Und zerflattertes Tagebuch. Ja, ich vermute, ich habe ihm jetzt was gegeben, was gar nichts wert ist. Und er verkauft es mir dann für was, was Wert hat. Ja, das war richtig. Er zieht uns über den Tisch. Aber das sieht eigentlich gut aus. Ich glaube, ich habe ihm nicht zu viel verkauft. Und ich sehe schon, so langsam kommen wir an die Grenze von 5000 und können unser Häuschen hier kaufen. So, vielen Dank. Bitte kommt wieder. Ja, wenn du Dietriche hast. Ich brauche Dietriche. Okay, da geht's wieder raus. Was hat er denn hier? Eine Papierrolle. Ist auch immer sehr schön, dass man einfach so hinter die Ladentheke gucken kann. Mal gucken, was hat er denn hier irgendwie? Ich versichere euch, ich bin zu jedem Geschäft bereit. Ja, von dir möchte ich das aber nicht. Das habe ich vorhin schon irgendwie versucht, der Schmiedin klarzumachen, aber sie wollte nicht. Und jetzt willst du. Aber das kannst du dir gleich mal abschminken. Was war denn hier? Bilanzfälschen, Geschäftsbuch. Im Buch gibt es nichts, das zu verändern. Was verändert werden kann? Bis hierher und nicht weiter. 5 Kopfgeld hinzugefügt zu Weißlauf. Das Buch gibt es nicht. Was? Wie? Was? Ich warne euch, zurück! Ich habe alles im Angebot, mein Freund. Andere Läden braucht ihr heute gar nicht mehr zu betreten. Was mache ich denn hier? Bilanzen fälschen? Ich warne euch, zurück! Hat der gerade ein Schwert gezogen? Wir haben jetzt hier... Kopfgeld bekommen oder was? Dafür, dass wir in sein Buch... Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und Einwohner... Ich hab doch mal so in das Buch geguckt. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Das ist doch hier... Ja, ist schon klar. Das kostet uns 15 Gold, weil wir irgendwie 5-mal oder 3-mal in dein altes Buch geguckt haben oder was? Das ist Klug, ja Mann. Unglaublich. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab. Dann ich hab doch nichts geklaut. Gehen. Ich hab nur in das Buch geguckt. Was ein Game. Na gut. Das heißt, wir werden jetzt wieder halbnackig abgezogen vor den Toren hier stehen und dann uns nochmal aufmachen.